Herzlich willkommen bei TV Liberal. Seit neuestem gehen die Regierungsparteien praktisch gegen sich selbst auf die Straße. Sozialdemokraten und Unionsmitglieder sammeln Unterschriften für einen Mindestlohn, um die eigene Regierung unter Druck zu setzen. Mindestlohn, das hört sich gut an, aber im Ergebnis schadet ein Mindestlohn genau denjenigen, die er schützen soll. Ein staatlich festgesetzter Mindestlohn führt zu mehr Arbeitslosigkeit und zu mehr Schwarzarbeit. Gut gemeint ist eben oft das Gegenteil von gut gemacht. Viele Schwierigkeiten, vor denen Deutschland jetzt steht, sind nicht bewältigt. Und die guten Konjunkturdaten, die Deutschland derzeit vorzuweisen hat, sind erfreulich, aber kein Grund zum Ausruhen. Wenn wir in konjunkturell guten Zeiten nicht die strukturellen Probleme Deutschlands angehen, wird uns die nächste Konjunkturkrise doppelt hart treffen. Zu Beginn des Jahres ist die größte Steuererhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Deutschland braucht aber keine höheren Steuern, sondern ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem. Dass eine Steuersenkungsreform möglich ist, zeigen ja gerade die zunehmend sprudelnden Steuereinnahmen. Das Geld, das der Staat derzeit zusätzlich bekommt, sollte durch Steuer- und Abgabensenkungen an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden. Sie haben es schließlich erarbeitet. Wir müssen die Staatsschulden verringern, indem wir an die Ausgaben herangehen und nicht, indem wir die Einnahmeseite durch immer höhere Belastungen der Bürger verbessern. Die geplante Unternehmenssteuerreform ist ein richtiges Anliegen, aber nicht überall, wo Unternehmenssteuerreform draufsteht, ist auch eine gute Reform drin. Was Begriffe wie Zinsschranke und Funktionsverlagerung negativ für Deutschland bedeuten, wissen derzeit nur die Spezialisten. Trotzdem sollte sich jeder mit der Unternehmenssteuerreform befassen, denn es geht dabei um Unternehmen, es geht um Mittelstand und vor allen Dingen geht es um Arbeitsplätze. Der 1. April markiert das Inkrafttreten der schwarz-roten Gesundheitsreform. Mit ihr wird die Gesundheitsversorgung in Deutschland für alle teurer, aber leider für niemanden besser. Wir Liberale wollen die Gesundheitsversorgung durch mehr Wahlfreiheit verbessern. Planwirtschaft hat noch nie funktioniert, auch nicht in der Gesundheitspolitik. Bei der Reform der Pflegeversicherung, die Schwarz-Rot noch angehen will, kündigen sich jetzt schon dieselben Fehler an wie bei der Gesundheitsreform. Die Bundesgesundheitsministerin hat vorsorglich bereits höhere Beiträge zur Pflegeversicherung in Aussicht gestellt. Dabei weiß jeder, dass die Höhe der Lohnzusatzkosten direkte Auswirkungen hat auf die Zahl der Arbeitsplätze in Deutschland. Wir Liberale sagen, noch ist das Fenster offen, das recht junge System der Pflegeversicherung zukunftsfest umzugestalten. Deshalb werben wir für eine Umstellung der Pflegeversicherung auf eine sogenannte Kapitaldeckung. Das würde sowohl kommende Generationen entlasten, als auch denjenigen helfen, die heute pflegebedürftig sind. Ich weiß sehr wohl, dass wir alle derzeit auf die schönen Bilder der deutschen EU-Ratspräsidentschaft schauen. Und wir Deutsche wollen ja auch gute Gastgeber sein. Aber wer mit Autorität in Europa auftreten will, muss vor allem die eigenen Hausaufgaben im eigenen Land erledigen. Es ist gut, dass Deutschland beim Klimaschutz Tempo macht in Europa. Das begrüßen wir. Aber wer den Klimawandel bekämpfen will und dann beschließt, dass Deutschland in einem nationalen Alleingang aus der Kerntechnologie, die ja hierzulande eine Spitzentechnologie ist, aussteigt, der verschlechtert die Umweltlage, der vergrößert unsere Abhängigkeit von ausländischen Energielieferungen und er schadet den wirtschaftlichen Perspektiven Deutschlands. Eine Regierung muss man immer daran messen, was sie tatsächlich macht, nicht an dem, was sie an guten Absichten hat oder auf roten Teppichen vorträgt. Und von ihrer Opposition können sie verlangen, dass sie nicht nur kritisiert, sondern zu allem konkrete Gegenentwürfe anbietet. Das tun wir auf allen Feldern, die ich Ihnen hier genannt habe. Und deshalb bitte ich Sie, kommen Sie mit uns ins Gespräch über unsere Alternativen im Internet, bei unseren Veranstaltungen. Informieren Sie sich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.